Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich allen. Diese Woche wurde ich auf meine Internetseite angesprochen. Und zwar steht dort der Satz, mach es nicht für weniger als die pure Erfüllung. Und es hieß dann, ob das nicht, oder ich habe die Frage gestellt bekommen, ob das nicht egoistisch wäre, so durchs Leben zu gehen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit dieser Videobotschaft ein wenig auf dieses Statement oder auf diese Frage eingehen. Egoismus. Wir müssen uns einfach mal überlegen, wo haben wir in unserem Leben tatsächlich so etwas wie pure Erfüllung kennengelernt? Wo sind unsere Vorbilder? Haben wir überhaupt ein Bild dafür, dass das möglich ist? Oder haben wir vielleicht einfach nur gelernt, dass es egoistisch ist, diesen inneren Anspruch zu haben, dass es so laufen sollte, dass das Herz begehrt, dass das Herz zum Singen, zum Beben bringt, dass es uns Freude macht, egal worum es geht, ob es die Beziehung ist, ob es die berufliche Seite ist, ob es die Hobbys sind, der Alltag ist, die Begegnung im Alltag, die Bekanntschaften, die wir haben, die Freunde, die wir haben, wo oft sehr viele Verpflichtungen und traditionelle Dinge eingegangen werden, die nicht unbedingt das sind, was wir vom Herzen her wirklich gerne wollen. Und deshalb habe ich mir gedacht, möchte ich darauf etwas näher eingehen. Unsere Vorbilder, da war unsere Mutter. Wer von euch hat eine Mutter gehabt, die erfüllt gelebt hat, die wirklich glücklich war mit ihrem Muttersein, mit ihrem Frausein, mit ihrem Dasein, die wirklich vorgelebt hat, Menschenskinderkind, so lohnt es sich zu leben, schau, dass du glücklich bist und schau, dass du den Weg gehst, der zu deinem Herzen passt. In aller Regel war es so, dass wir Mütter gehabt haben, die irgendetwas ausgehalten haben, die Lasten getragen haben, die sich immer wieder selber ermahnt haben, ihre eigenen Gefühle einzuengen, zu unterdrücken, in irgendeiner Form zu regulieren, um mit dem, was sie an Umfeld haben, dem Mann, die Umgebung, die Situation vielleicht im Haushalt klarzukommen. Die wenigsten unserer Mütter waren Frauen, die ihr Frausein und ihr Leben wirklich geliebt haben. Also von Erfüllung war da wenig zu spüren. Schauen wir uns die Väter an. Wer von euch hat denn einen Vater gehabt, der wirklich sein Mannsein, sein Vatersein über alles geliebt hat? Der das getan hat in seinem Leben, was ihn erfüllt hat. Egal, ob es eine Partnerschaft war oder ob es eine berufliche Seite war. In aller Regel haben wir unsere Väter oftmals kennengelernt in Abwesenheit, weil sie bei der Arbeit waren. So haben wir gelernt, was es heißt, Mann zu sein, als Mann. Und wenn sie dann zu Hause waren, haben wir sehr, sehr oft wahrnehmen können, dass sie doch nicht da waren, abwesend waren. Vielleicht im Hobbykeller in der Garage oder irgendetwas machen in Haus und Hof, damit man weiter beschäftigt ist. Irgendeine Form von Wertigkeit womöglich dadurch erlangt oder einfach seine Zeit am Wochenende herumkriegt, bis man wieder in den Bereich geht, wo man sich ein bisschen sicherer fühlt. Denn oftmals war der Mann, der erste Mann in unserem Leben, der Vater, ein unsicherer Vater zu Hause, ein eher sicherer Vater vielleicht in seinem Beruf. Von Erfüllung war dort oftmals wenig zu spüren und da wurde auch wenig gelehrt. Wenn wir uns unsere Großeltern anschauen, da wirkten noch ganz stark traditionelle Rhythmen, also tatsächlich Dinge, die man tun muss, wegen den anderen beispielsweise, gerade in kleineren Dorfgemeinschaften, wo ja auch viele herkommen, oder in kleineren Städten ging es oftmals darum, was sagen die Nachbarn, was sagt der andere. Also das ganze Leben war darauf ausgerichtet, in einem System zu funktionieren in irgendeiner Form. Und dieses System hatte mit dem eigenen Herz, mit der Stimme des Herzens oftmals wenig zu tun. Unsere Lehrer haben abgeliefert, was man ihnen aufgetragen hat. Also unsere Erzieher waren auch in bestimmten Systemen drin. Man darf sich also fragen, wo haben wir tatsächlich gelernt, dass wir etwas tun dürfen, was uns erfüllt? Ich glaube, wir haben das nirgendwo gelernt. Und wenn wir uns das nicht selber beibringen und selber diesen Weg gehen, dann werden wir das auch nicht lernen können. Und dann werden wir diese Freude und Erfüllung mit Sicherheit auch nicht erfahren. Also mit Egoismus hat das wenig zu tun. Es geht eher darum, etwas egozentrisch oder sagen wir mal lieber, ich nenne das gerne selbstzentrisch zu werden, weil egozentrisch, das Ego verbindet man oft mit Unbewusstheit und ich spreche hier von einer ganz bewussten Selbstzentriertheit, also bewusst schauen, was möchte ich wirklich, das herausfinden, mir das eingestehen, auch zu trauen, mir zu fühlen, was damit in Verbindung steht
Und dann die Möglichkeiten wahrnehmen, die im Moment in meinem Repertoire zur Verfügung stehen, um diesen Weg zu gehen, um dann eben halt auch diese Schwingung von Erfüllung immer mehr in mein Leben tragen zu können. Eine Selbstzentriertheit ist unglaublich wichtig in allen Lebensbereichen. So mache ich meinen Kindern vor, was es heißt, ein glücklicher Mensch zu sein. So zeige ich meinen Freunden und Bekannten, was es heißt, ein Licht in sich selber anzuzünden, was man dann weitergeben kann. Und so rette ich mich auch manchmal aus Situationen, die aufgrund traditioneller Wissensstrukturen sehr übergreifend wirken in meinem Leben. Ich denke beispielsweise an den klassischen Arztbesuch und der Arzt, der uns dann sagt, was wir für eine Krankheit haben. Wenn wir da nicht selbstzentrisch auf uns vertrauen, auf unsere Heilung in uns selber vertrauen, auf die Möglichkeiten, die in uns selber beispielsweise sind, dann sind wir oftmals verraten und verkauft und sehr, sehr verloren, hineingedrängt in eine ohnmächtige Opferhaltung. Also, packt es an. Ich glaube ganz fest daran, dass wir jetzt genau die Zeit haben, wo jeder die Chance hat, endlich mal in sein Herz zu schauen. In Nachkriegszeiten war das oftmals nicht möglich. Jetzt haben wir einen sehr großen Wohlstand hier, einen sehr großen Status hier und wir haben auch einen energetischen Level, der uns erlaubt, sehr stark wieder in das Vertrauen zu gehen mit dem, was wir tun, um dann eine Erfüllung zu erfahren, die wir sie bisher noch niemals erfahren haben. Und dabei wünsche ich allen hier Zuschauern sehr, sehr viel Erfolg und wer dort Unterstützung haben möchte, ist natürlich auf meinen Kursen zum Transformationscoaching herzlich willkommen, weil die sind genau dafür zugeschnitten, um das Rüstzeug, also die inneren Schätze, sage ich gerne, dazu zu bergen, um letztendlich diese Erfüllung in den verschiedensten Lebensbereichen zu erlangen. Das war's für heute. Alles Gute, euer Christian. Tschüss, bis zum nächsten Mal.